So, ich bin schon da. Oh, das war ein Unfall. Mama Dania kann nicht fahren. Ja, ich... Da gibt's wieder einen Unfall. Ich glaube, Baby kann und mir würde es ganz gut tun, wenn wir noch jemanden in der Familie hätten. Das soll ich sein? Wenn du möchtest? Nur wenn du möchtest! Hey Leute, was geht? Mama Dania, ich höre dich ganz schlecht. Ich hab dich auch gerade nicht gehört. Jetzt höre ich dich wieder. Mit Mama Dania! Ja, und also, Baby Kahn. Ja. Baby Kahn. Ja. Bist du in deinem Zimmer? Ja, ich bin ein bisschen am chillen. Wollen wir uns vielleicht nochmal über was unterhalten? Hm? Was denn? Ich mag das nicht. Ich bin kein kleines Baby. Bist du wohl? Komm, ja, okay, aber trotzdem, ich mag das nicht. Ja, dann geh bitte erstmal duschen. Ja, ich stinke, ich weiß. So, was wolltest du denn besprechen? Komm mal nach unten. Also, ich glaube, Baby René wartet auf dem Spielplatz auf mich. Ja, komm mal bitte auf die Therapie-Couch. Ich war doch in der Schule. Okay, letztens nicht, aber da war Baby René da. So, was ist? Baby Kahn. Ja. Wir hatten doch schon mal gesprochen über das Thema Geschwisterchen. Ja. Und wie stehst du aktuell denn zu dem Thema? Weiß ich nicht. Also ich finde Baby René schon ziemlich cool und er spricht ja auch mit uns. Und also es wäre schon ziemlich cool, wenn er bei uns wohnen würde. Ja. Ob es dann direkt Geschwisterchen ist, weiß ich nicht. Aber er kann gerne zur Familie gehören, weil dann kann er auch ins Haus rein und raus. Ist okay. Ich glaube, damit hätte ich nicht so ein Problem. Aber du musst ihn fragen, nicht ich. Also wäre es für dich in Ordnung, wenn wir noch ein Kind adoptieren? Ja, wäre in Ordnung. Wenn es Baby René ist. Wenn es Baby René ist. Natürlich ist es Baby René, da sind wir uns ja, glaube ich, beide einig, oder? Ja, ihr seid verabredet, oder? Ja, wir wollten zum Spielplatz. Kommst du dann mit oder was wolltest du machen? Ja, klar komme ich mit. Gut, dann komm mal mit. Ja, das wird eine Überraschung. Fragen wir ihn zusammen dort. Baby René. Ja, du fragst ihn, ich frage gar nichts. Hey, fahren Leute. Wir mit meinem Auto, das macht vielleicht ein bisschen Eindruck, wenn wir mit dem Auto kommen. Du willst immer so angeben, ne? Naja, nein, aber wir müssen ja den Eindruck machen, dass wir ihn auch mit unterhalten können. Nicht, ja, dass er denkt, er kommt. Ich mach das bestimmt, nicht du. Ich bin aus dem Auto geflogen. Bist du aus dem Auto geflogen? Weiß ich nicht. Ach, komm her jetzt, dann, ja. So, ich bin schon da. Oh, das war ein Unfall. Mama Dania kann nicht fahren. Ich kann nichts dafür, wenn die Leute mir ins Auto fahren. Ich sehe ihn schon. Baby René. Hi. Hi. Alles klar bei dir? Sorry, ich bin ein bisschen zu spät. Meine Mama ist schon. Alles gut. Hallo. Ach, ihr wollt beide zelten gehen. Das trifft sich eigentlich ganz gut, oder? Ja, wollen wir zelten gehen, Baby René? Ja, super gerne. Okay, dann auf alle geht's. Mit mir mitkommen. Alle mitkommen. Aber wollen wir mit dem Auto fahren? Aber Mama Dania, Baby René kann nicht in dein Auto, weil er nicht in der Familie ist. Wir laufen. Wir müssen mit dir mal reden, Baby René. Okay. Also ich nicht, Mama Dania möchte das. Ja. Okay. Also, da bin ich jetzt aber gespannt. Los, mach. Also Baby René, hast du schon eine Familie? Nee, bin im Moment ganz alleine hier. Das ist echt traurig, oder? Ja, total. Und wieso fragst du? Naja, bei uns ist es so, wir sind jetzt schon länger zu zweit. Ich muss doch kurz zu Justin, sorry. Du bleibst jetzt hier. Nein, ich möchte das nicht hören. Komm wieder her. Ja, ist okay. Und es ist halt so, dass, ich glaube, Baby kann und mir würde es ganz gut tun, wenn wir noch jemanden in der Familie hätten. Und das soll ich sein? Wenn du möchtest? Nur wenn du möchtest! Ja, unbedingt! Ja! Ja, natürlich! Sehr gut! Jawohl! Okay, warte! Unsere Familie ist größer geworden! Ja! Das heißt, dann kann ich jeden Tag in den Pool gehen? Ja! Yes! Okay, warte! So, jetzt musst du das nur annehmen! Ja! Ta-ta-da-da! Bin drin! Yay! Heißt das jetzt etwa, René und ich, wir sind Brüder? Ja! Ihr seid jetzt Brüderwolke. Oh Mann, das ist ja spannend. So, und der erste Familienausflug, der geht zum Zelten. Yes, los geht's. Baby René, da wir jetzt Brüder sind, ne? Also, ja? Wir müssen eins klarstellen. Wenn einer von uns Mama Dania nervt, ne? Dann muss der andere mitziehen, damit das klar ist. Auf jeden Fall, und dann halten wir zusammen. Aber, ja, genau. Jetzt muss ich laut sprechen. Du eins, ob ich mir das überlegt hab. Hallo! Ach ja. Ach, guck mal, hier sind noch ganz viele andere Leute bei mir. Oh, oh, Mama, das heißt. Oh. Gut, dass du mich gerettet hast, Mama Dania. Echt gut. Baby René, du brauchst dich nicht wundern. Mama Dania ist manchmal, wie soll ich sagen, unvorsichtig. Ja, okay. Aber du bist ja jetzt auch schon groß, ne? Natürlich bin ich groß. Siehst du?
Guck mal, was ich hier kann. Hey, hör auf, dich direkt einzuschleimen. Das kann ich auch. Guck mal, Madanja, warte. Nee. Guck. Meine Tänze. Guck mal, Mama Danja. Guck mal hier. Guck mal. Ey! Weißt du was? Oh, komm, Baby komm, Karl, hat denn da etwa jemand Konkurrenz? Weißt du was? Ihr dürft ja, nicht, meine Tänze sind so viel besser, oder? Wisst ihr was? Ihr dürft nicht in den Pool. Fertig, aus. So, ich ich habe auch gar nicht getanzt. Also, ich fahr nach Hause. Kann auch viel besser tanzen. Danke. Das wollte ich hören. Los, steig ein. Platz frei? Ja, okay. Los. Och, Baby Kahn, jetzt hör doch mal auf, ihm ein schlechtes Gewissen zu machen. Mach ich gar nicht. Wohl. Wir fahren jetzt nach Hause. Okay, wir fahren zum Pool, oder? Ja, noch nicht ganz. Ich muss dich jetzt erstmal testen. Da du jetzt bei uns in der Familie bist, musst du auch einen Test bestehen, okay? Okay, und was für ein Test? Und zwar musst du eine Obi hier machen. Eine Adopt Me City, oh. Ach, wir sind schon wieder krank. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, Bunny ist auch krank. Kommt zum Krankenhaus. Ja. Oder nee, fahrt nach Hause. Ich bringe euch was mit. Nein! Doch? Nein! Ich kann euch doch Medizin mitbringen, dann müsst ihr nicht ständig ins Krankenhaus gehen. Komm mit! Oh Mann, Familie Wolke ist direkt krank. Hallo! Ja, wirklich. Woran das wohl liegt? Zusammenspielen. Wahrscheinlich an Baby René. Ich glaube, diesmal weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, ich habe mich bei dir angesteckt. Ganz sicher. Stimmt doch gar nicht. Alle wieder gesund? Ja! Baby René, komm mit! Müsst ihr eigentlich in die Schule, Kinders? Nee, wir haben heute Schule frei. Die ganze Woche. Richtig, und, richtige Antwort. Den ganzen Monat auch. Richtige Antwort. Mutig! Richtige Mutig Antwort. Mutig, das zu sagen. Ich bin in der Schule als Lehrerin angestellt übrigens. Nein. Ja, nur unsere Klasse. Alle anderen Klassen nicht. Gut, aber wir ganzen Monat. Gute Antwort. Ihr habt echt fast der Kinder in Ordnung. Das kann ja was werden mit euch. So, aussteigen. Du musst diesen Test bestehen. Du musst eine OB ohne Checkpoint schaffen, okay? Okay. Ist das schwer? Ja, werden wir sehen. Ich suche auch eine einfache aus. Los, hier, komm. Hier. Immer bitte die einfachste. Ja, hier. Das ist der einsame Gipfel. Gut so. Oh Mann. Wie viele Versuche habe ich? Unendlich, oder? Ja, oh, jetzt bin ich auch gestorben. Ja, wir müssen das schaffen. Du musst es schaffen. Sonst lasse ich dich nicht in den Pool. Baby Kahn, ärgerst du schon wieder? Nein, aber er muss das schaffen. Du musst überhaupt nichts schaffen. Baby Kahn spinnt ein bisschen. So, komm schon, Baby René. Du schaffst das. Familie Wolke schafft alles. Oh Mann, das kann was werden. Hat ja niemand gesehen. Das schafft ja gar nichts. Mal die andere Stufe. Sag mal, ich dachte, wir werden zusammen. Ja, aber trotzdem, du brauchst so lange. Mama Danja, ich glaube, du musst Baby René abholen. Oh je, so schlimm? Ich komm gleich, ich hol Bunny gerade noch aus der Schule ab. So, jetzt. Perfekt. So, hast du das gesehen? So, und jetzt hier nach oben. So, jetzt läuft's aber. Super, okay, jetzt hier auf den Stein. Oh, du machst dich gut. Damit verdienst du dir deinen Pool. Taxi ist da? Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir sind gleich fertig. Gleich haben wir es geschafft. Kahn braucht gerade noch ein bisschen, aber wir sind gleich fertig. Das stimmt nicht. Wir können das alle sehen, Baby René. Leute, freut ihr euch eigentlich, dass Baby René jetzt auch bei Familie Wolke ist? Schreibt mal in die Kommentare. Jetzt hier nicht sterben, bitte. Okay, doch. Wo seid ihr denn gerade? Einsamer Gipfel? Ja, aber nicht reinkommen. Bin drin. Oh, wir sind aber schon fertig. Ich will nicht noch auf dich warten. Ah, da warte ich halt. Baby René? Hey. Oh nein! Jetzt komm raus, ist okay. Ist okay, komm raus. Aber ich hab's bis ganz nach oben geschafft. Ja, ist in Ordnung. Verdient, oder? Ist in Ordnung, wir fahren jetzt nach Hause. Du kannst ja mit Mama Danja fahren, ich fahr alleine. Denn ich hab zu Hause was vorbereitet. Ich hab schon so, was vor. Baby René? Ja, wo bist du? Hier, direkt hinter dir. Du kannst dich da in das pinke Auto reinsetzen, das ist meins. So, Leute, ich muss zu Hause was vorbereiten, denn ich möchte eine kleine Überraschung habe ich jetzt für Baby. Weißt du noch, wo das Haus ist, Mama Danja? Ja, ich... wieder ein Unfall. Also, ich glaube, nächstes Mal fahre ich besser wieder bei Karl mit. Glaube ich auch. Dann geh mal zu Fuß. So, und zwar braucht Baby René auch ein Zimmer. So. Oh, wer schmeißt mich denn hier immer aus dem Auto? Das ist ja furchtbar. So, jetzt. Der kriegt hier jetzt nochmal was Neues, und zwar... René, wir müssen uns nur noch überlegen, in welchem Zimmer du dann schlafen kannst, weißt du? Also, ich würde eigentlich am liebsten in das Poolzimmer ziehen, wenn ich es aussuchen kann. Kann ich doch aussuchen, oder? Ja, also, ich weiß nicht, ob Baby Kahn damit so einverstanden ist, weil du musst wissen, er ist manchmal ein bisschen... Mit seinen Zimmern ist er etwas schwierig. Der meinte zu mir, ich kann mir das eigentlich frei aussuchen, hat er gesagt. Echt? Ja, hat er gesagt, ja. Das klingt ja gar nicht nach Baby Kahn. Ja, aber der meinte, für mich macht er eine Ausnahme. Wo seid ihr denn? Also, ich würde ihn am besten nicht gleich fragen, aber der meinte das auf jeden Fall.
Okay. Ja, wir reden mal mit ihm. So, also, kommt ins Wohnzimmer. So, ihr setzt euch bitte beide jetzt hier hin. Ich habe was zu besprechen mit euch. Oha, okay. Okay. Aber bitte nicht schon wieder irgendein Quatsch. So, also, Baby René, können wir was gucken? Nein, nicht jetzt! Nein! Baby René, du bist ja jetzt bei uns in der Familie und das freut uns wirklich sehr. Aber es gibt bestimmte Regeln, die hier zu befolgen sind, okay? Oh Gott, jetzt geht's los. Okay. Und die einzige Regel ist eigentlich nur, dass wir Mama Danja nerven müssen. Du bist so ein anstrengendes Kind. Kriegen wir hin. Ja? Und jetzt Fernsehen gucken. Nein, ich habe eine Überraschung für dich. Okay. Mama Danja, du kannst auch mitkommen. Überraschung klingt nein, gut. Nein, für Baby René. Okay. Komm mit. So, also, nicht in das Zimmer hier. Also, dieses Zimmer hier, ne? Mein Zimmer. Nein, das ist... Nein! Das ist mein Zimmer, das war mein Arbeitszimmer. Nein, das ist jetzt... Das ist jetzt nicht mehr dein Zimmer, sorry. Baby René, herzlich willkommen in deinem neuen Zimmer. Und guck mal, ich habe sogar einen neuen Schreibtisch gekauft. Und der Fernseher hier, das ist der meiner? Ja, das gehört alles dir jetzt. Guck mal hier, cool. Ich habe dir einen Hightisch gekauft. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du Baby René das Zimmer vorbereitest, herrichtest und abgibst. Das ist doch aber, es war früher mein Zimmer. Also von in meinem Traum. Ja, also, Mama Danja, wir lassen mal Baby René kurz in Ruhe. Ja, fühl dich ein also ich bin jetzt erstmal 10 Stunden Fernsehen gucken. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, mach das. Und Mama Danja, komm mal hier hin. Also ich wäre dafür, dass wir diese Zimmer hier. Das könnte dein Zimmer werden, wenn du möchtest. Und das hintere. Das kleine. Und das wird meins. Ja. Okay? Ist in Ordnung. Und was ist hier? Ach ja, hier ist ja unser Badezimmer. Ja, ne? Aber ja. Wenn du auf Klo musst und groß oder so, dann musst du mir immer Bescheid geben. Ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht mal wieder über ein größeres Haus nachdenken. Mama Danja, ich habe nicht das Geld. Aber ich? Bist du sicher? Hm. Aber dann brauchen wir wieder neue Zimmer. Vielleicht können wir die Möbel von dem anderen Haus mitnehmen. Hm. Könnten wir gucken. Wie seht ihr das? Sollen wir ein neues Haus kaufen? Aber ja, wir schauen mal beim nächsten Mal. Aber wir müssen erstmal mit Baby René klarkommen, okay? Ja, aber bisher läuft es doch total ja, gut. Ja, aber das ist gerade mal ein Tag her. Hallo. Vielleicht gefällt es ihm ja irgendwann hier nicht. Kann ja sein. Baby René, alles klar bei dir? Alles klar. Oh, der tanzt hier. Oh, du machst, glaube ich... Machst guck du, mal, was hier kann. Machst du einen TikTok oder was? Ja, klar. Oh, Mann. Möchte ich nicht wissen. Vielleicht hat Baby René auch Baby Hunger? René, du bist müde, du hast Durst, Hunger. Ich wollte eigentlich noch weiter tanzen. So, aber gut. Ich gehe schlafen. Wenn die Mutter, wenn die Mama das sagt, dann... Ich gehe jetzt schlafen. Dann gehe ich schlafen. Aber kann ich noch Fernsehen gucken vom Schlafen? Ja, kannst du. Okay. So, Baby Khan, du gehst jetzt auch ins Bett. Und ich schaue mich mal nach. Aber was soll ich denn hier mit dem Apfel? Essen! Essen! Gesunde Ernährung ist wichtig. Ja, aber nicht lecker. Das sage ich auch immer. Möchtest du einen Kuchen? Okay, ja, Kuchen klingt gut. Genau wie Baby Khan. Ich hätte vielleicht lieber ein Mädchen adoptieren sollen. Zu spät. So, bitteschön. Sieht rein. Schon besser aus. Danke. So, Leute. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Sagt uns, ob Baby René hier bleiben soll. Wir sind absolut dafür. Ja. Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin jetzt noch eine Runde im Pool. Alleine.